Hallöchen, meine Lieben. Es ist wieder soweit. Es ist Sarah Time. Ja, wir starten den Tag mit einem Fitnessprogramm. Tag 5 Project Paradise. 6 Tage, kein Essen, nur Trinken. Ja, ich bin echt ziemlich ausgelaugt und ich habe jetzt eigentlich gar keinen Bock auf Sport. Aber ich habe mich umgezogen und versuche irgendwie Motivation aufzubringen, damit ich das hinbekomme. Ja, gestern habe ich ja Flohsamen getrunken. Das hat so ein bisschen meinen Magen gefüllt, dass ich Ballaststoffe habe und was zum Trinken. Boah, scheiße, Dreck, Alter. Mann! Hey, ich habe meine Matte schon gesucht, die alte hat sie. Sorry. Ja, du bist motiviert, ne? Ja, Flohsamen. Ich habe es gehört. Ja, Flohsamen, ja. Hat kacke, richtig kacke geschmeckt, aber jetzt ist wenigstens ein bisschen was im Magen. Wir warten jetzt noch eigentlich nur auf Jay, aber irgendwie kommt er nicht. Hey, schau mal, heute habe ich das Sportding an, gell? Das wollte ich am ersten Tag schon anziehen, aber da habe ich mich dann irgendwie zu schwabbelig gefühlt. Und jetzt, so nach ein paar Tagen Fasten, 5 Tage ohne Essen, kann ich meinen Bauch gar nicht mehr ausstrecken. Hey, ohne Witz? Welchen Bauch, Mann? Ich kann den nicht ausstrecken. Ah, weil einfach nichts mehr drin ist. Ah. Und da kommt der Matthias. Nicht der Jay. Komm, du darfst auch einmal Hallo sagen. Die Arbeit kommt. Auf meinem YouTube-Channel. Yeah! Hallo, also müssen YouTube. Los. Wir müssen jetzt los, sonst kriege ich Ärger, weil ich zu ich spät liebe zum euch. Komme. Ich liebe euch alle. Also, see you. So, wir hatten gerade eine Challenge am Beach. Ich war natürlich total begeistert mit so einem Surfboard. Sollten wir uns versuchen, alle 4 draufzustellen, was ich schon gesehen habe, was unmöglich war. Ich hatte auf jeden Fall auch irgendwie gar keinen Bock ins Meer zu gehen, weil ich einfach krank bin und ich einfach müde bin. Aber letztendlich haben wir es irgendwie geschafft, die Challenge zu gewinnen, weil Erik uns entgegengekommen ist. Hier ist auf jeden Fall mega schön. Irgendwie kann ich es einfach nicht genießen. Ich will einfach in meinem Bett. Jeder sagt wahrscheinlich, ich bin blöd, aber 5 Tage ohne Essen, das geht einfach an die Substanz. Einfach nur krass. Schaut mal den Baum an hier. Jared, alles okay? Da ist Sonnenfisch. Boss. Sonnenfisch blast weg. Ich hab deinen Schniedel gesehen. Was ist ein Schniedel? Oh mein Gott, das ist ein Schniedel? Ist das ein Schniedel? Was ist wohl ein Schniedel? Da ist ein Schniedel? Das da unten. Oh, da, nein, da ist ein Schniedel. Die Mitte. Oh, tut mir leid. Oh, ja, ja, ohne Witz, Leute. Der hat sich einfach im Wasser ausgezogen. Der hat mir seinen Schniedel gezeigt. Nein, nein, nein. Ich hab gesagt, das soll ich gleich wieder wegpacken, aber so kennt man ja, ne? Scheiße, Mann. Hey, ohne Witz, ich weiß nicht, was in meinem Kopf los ist. Ich habe so eine Sucht, irgendwas zu nehmen, weil man einfach auf den Zug ist. Es ist jetzt Tag 5. Ja, und ich war vorhin bei Xenia und da stand eine Cola Zero Flasche. Fuck, Alter, fuck! Mann, und ich wollte diesen Geschmack haben, weil ich bin echt, ich liebe Cola Zero. Und dann habe ich mir so ein Glas gemacht und habe mir da so viel reingeschenkt und habe das getrunken. Scheiße. Nein, dann bereue ich es jetzt einfach übel. So, was soll ich machen? Manchmal kommt man einfach nicht gegen seinen Kopf an. Aber scheiß drauf, ich habe die gelbe Karte, ich habe nichts gegessen, ich habe diese Cola getrunken, diese Cola Zero, ja. Ich habe mir kurzzeitig überlegt, deswegen jetzt aufzuhören, weil ja, Jay hat auch mitgetrunken, ja. Und Jared hat einen Kaugummi gekaut heute. Mein Gott, ey. Scheiße, aber was soll man machen? Ich ziehe das jetzt noch vollends durch, einen Tag noch danach und dann kann ich wieder so viel Cola Zero saufen, wie ich will. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Egal, schon rum. Mann, trotzdem nervt es mich. Weil einfach Cola Zero nicht erlaubt ist und ich habe es einfach getrunken. Naja, also. Anschluss habe ich schon bekommen, gelbe Karte habe ich schon bekommen. Erik ist böse, alles im Böse. Aber scheiß drauf, das Leben geht weiter. Mann, oh, ich will einfach nur essen, einfach nur essen. Und da ich weiß, dass ich diese Karte hier in dieser Kamera der Produktion auch mitgebe, möchte ich mich nochmal dafür entschuldigen, es war scheiße, ja. Aber ich habe wirklich nichts gegessen, wirklich. Und ich habe einfach nur diesen Schluck Cola gebraucht. Ich bereue es, tut mir leid, okay? Hoffentlich nimmt sie mir das nicht übel. Sorry, Diane, sorry, Matthias, sorry an alle, sorry an Erik.
Scheiße einfach. Aber ich hab immer so einen Scheiß in meinem Kopf einfach. Ah! Hallo? Leute? 600K. Was sagt ihr dazu? Hallo? Was sagt ihr dazu, dass wir alle eine gelbe Karte haben? Super, besser als eine rote. Ja, ja, guarantee. Alle sind scheiße. Wir sind Menschen, scheiße. Krass. Scheiße, ne? Aber was ist das? Ein gelbe Karte? Es gibt keine Kalorien in Kaugummi oder Coke Zero. Das ist nett. Aber es geht, glaube ich, um die Giftstoffe. Bist du jetzt, Nö. Ich wollte bloß eure Meinung hören. Es ist passiert. Aber wir hätten darauf verzichten können. Es ist passiert, ja. Man hätte darauf verzichten können. Wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben jetzt eine Konsequenz daraus gezogen, gut ist. Ich habe gedacht, dass der Punkt war, keine Salat essen zu essen. Und niemand hat. Richtig. Coke Zero, Calgary, das ist nix. Das ist wie Luft. Okay. Scheiß drauf. Falsch war's. Falsch war's, aber scheiß drauf. Mein Gott. Wir können uns jetzt alle auch, durch diese Ding, wie heißt die? Durch die, wo man durchruft. Ach, das ist Megafon. Megafon rufen. Ja, aber machen wir nicht, oder? Ich hab's nicht vor. Hast du's vor? Keine Ahnung. Nein, wir ziehen das durch einfach jetzt noch und fertig. Ohne Cola Zero, ohne Kaugummis. Wie leid das ist. Jetzt hört bitte auf, darüber zu reden, ich filme hier. Hello. Da muss ich mal rausfilmen, wie schön das ist. Hier. Sieht man das? Es wirkt hier gar nicht so toll mit der Kamera. Präsidentensuite. Boah, das ist ja eine Riesenbude. Wow. Hier ein Schlafzimmer. Da ist nochmal, ich glaube, ein Badezimmer oder so. Ich muss den anderen hinterherlaufen. Scheiße, wo sind sie? Da verläuft man sich hier drin. Wow! Oh mein Gott! Wie schön! Geil, oder? Hammer. Wow. Richtig, richtig geil. Oh. So eine geile Location, Leute. Das Strand direkt vor der Nase, einen mega, mega geilen Pool. Sowas liebe ich in meinem Job, einfach überall hinzukommen und alles zu sehen. Obwohl ich ja hier bin beim Fasten. Mega toll. Ja, ich genieße es. Jetzt mal gucken, was wir drehen. Ich muss zurück ans Set. See you later. One. 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 One.